Wir haben jetzt entschlüsselte Romulus-Briefe. Aber das könnte natürlich interessant sein für den es interessant ist. Keine Ahnung. Ja. Ich werde aber jetzt erstmal speichern. Oder vielleicht werden wir gerade im Inventar gucken und auf. Nee, in Datenbank und letzte Einträge. Nein. In Dokumente, in Schriftrollen, genau. So. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier sicher eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Wir haben sie genommen und wieder hinter die erste Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten. Okay. Ich bin auf die Knie gesunken, mein Atem stockt, als ich versuche, das Schauspiel vor mir zu begreifen. Es ist dieselbe Höhle, die mich in meinen Träumen verfolgt. Ich habe zahllose Nächte damit verbracht, sie im Schlaf zu erkunden. Ich war dazu bestimmt, sie zu finden. Ich habe beschlossen, dass wir uns hier versammeln werden. Hier werden wir den Sturz unseres Feindes planen, unseres Freundes, unseres Diktator Perpetuo. Wir sind 40, allesamt Senatoren, allesamt Liberatore. Cassius hat mir die Planung übertragen, obwohl ich noch keine Idee habe. Die erste Versammlung ist beendet, unser Problem liegt auf der Hand, doch unsere Antwort ist noch unklar. Caesar entfernt sich vom Senat und vertraut lieber ausländischen Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unsere Sorgen. Seine eigenen privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern, Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind aufs Blut aus. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern, flackernde Lichter durch kleine Spalten im Fels. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Schriftrolle 4. Die Tür hat sich geöffnet. Was dahinter liegt, hat meine Wahrnehmung verändert und mich tief erschüttert. Die Eckpfeiler meines Glaubens ins Wanken gebracht. Jedes Ereignis ist ein Glied in einer Kette, geschmiedet von etwas, das lange tot ist. Oder lebt es noch? Ich beruhige mich und trete ins Licht. Geister heulen in meinen Schädel. Heulen in meinem Schädel. Treiben mich vorwärts. Ich habe nie eine solch groß angelegte Architektur gesehen, wie sie hier im geisterhaften Licht erstrahlt. Etwas liegt in der Mitte der Kammer, etwas Mächtiges, das ich nicht erreichen kann. Sicher waren Götter an seiner Erschaffung beteiligt, aber welche Götter? Ein Podest hat sich aus dem Boden erhoben. Ich denke daran, diesem Wahnsinn zu entfliehen, doch ich weiß, dass es mich zurückrufen wird. Ich lege meine Handfläche darauf und werde geblendet. Erfüllt von der Prophezeiung, ich sehe rum in Flammen, muss zur Tat schreiten. Aha. Ja, das, wer kluger AC-Spieler ist, der wird das jetzt erkennen, hier dieses Bild. In gewisser Weise, beziehungsweise der wird schon was ahnen oder schon zumindest was wissen. Fortsetzung. Ja, genau, das ist einfach nur die Fortsetzung. Schriftrolle 5. Wir werden uns wieder in die Höhle versammeln. Ich habe meine Entdeckung vor meinen Brüdern geheim gehalten. Ich lege meinen Plan dar. Einige Details stammen von mir, andere habe ich meinen Visionen entnommen. Mein Beitrag ist praktischer Natur. Wir werden als Gruppe angreifen, um eine Flucht zu finden, dafür zu sorgen, dass wir alle beteiligt sind. Wir werden ihn in den Senat locken, dass keiner seine Verbündeten betreten darf. Die Visionen zeigten mir, dass wir an diesem Märztag zuschlagen müssen, dass heute eine Entschlossenheit auf die Probe gestellt wird und dass ich nicht zaudern darf. Ich bin kein gewaltiger Mann, aber ich halte meine Familie in Deutsch bereit. Ich ziehe meine Tage Toga zu einer Kapuze hoch und gehe zu den Feierlichkeiten. Zum Umbilder, ja. Der Familie in Deutsch. Caesar ist tot 23 Mal von seinen eigenen Landsleuten erstochen. Viele davon hielt er für seine Freunde. Er starb nicht für seine Tat, sondern aus Angst vor dem, was es ihm werden würde. Meine Schuldgefühle fressen mich auf, denn Caesar ergab sich seine bösen Schicksal, nachdem er mir in die Augen geblickt hatte. Sah er, was ich sah, gespiegelt in meinen Augen. Ich, Marcus Iunius Brutus, bin ich die Höhle und die Kammer darunter zurückgekehrt und ließ mein Dolch und meine Rüstung dort. Vielleicht wird eines Tages ein anderer hierher gerufen aus einem ähnlichen tragischen Grund. Vielleicht bist du es, der du diese Schrift liest. Trotz aller Qualen habe ich keine Antworten, aber ich ahne, dass ich sie bald haben werde. Du, der du die Kammer betreten wirst, willst, musst laut sagen, das letzte Stück der Schriftrolle fehlt. Musst laut sagen. Was habt ihr denn für Brief? Was ist der Romulus-Brief? So.
zur sofortigen Veröffentlichung. Seine Heiligkeit, der Papst und der erhabene Generalhauptmann Cesare bitten darum, die euch übergebenen Predigten und eine Botschaft von Romulus zu ergänzen, nach der der Assassine bekämpft werden muss. So wirkungsvoll wie ihr bisher die verängstigten Bürger Roms von unserer Haustür getrieben habt, müsst ihr nun die Stadt von den Assassinen befreien. Die Beschiedensumme wird für euch und die anderen leitenden Priester bei der Bankette erlegt. Geht mit Gott, Kardinal Francisco di Borja. Brief an Christina. Christi, mein Liebe, ich muss dich alleine sehen. Triff mich in der Allee. Ti amo, amore mio. Dein Ehemann. Achso, das ist der Brief. Ja, okay. Ja, hier bei dir war habe ich jetzt 9. Nur das Cluster 10 ist noch nicht da. So, haben wir gelesen. Da sind sie. Komm, weil ihr so toll aufgepasst habt hier. Ist ja nichts für mich. Gucken wir gerade auf die Uhr. Ja, ich habe noch kurz Zeit. Und zwar will ich kurz, was heißt kurz, ne? Also, hierhin. Ja, da kann ich einfach zum Kolosseum gehen, denke ich. Ich muss nur versuchen, nicht in die Erinnerung zu laufen. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo Fuori le Mura. Bringt mir die Karte. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder. Mein Bart. Ich hatte Kratzen im Hals. Musste mich kurz muten und dann hatte ich gerade nur eine Hand frei. Kennt ihr bestimmt nicht. Weil ihr seid, habt ihr noch junge Stimmen. Kräftig und wohlgenährt, weißt du? Dann schwimmen wir mal so hier lang. Denn wir haben einen ganz coolen, ist eigentlich eine ganz coole Rüstung, aber ich ziehe die nicht an, die Rüstung, werde ich nicht. Könnt ihr betteln, so viele wollt, wird nicht angezogen. Allerdings denke ich, dass ich den Dolch nehmen werde. Ich nutze nur feinste Wolle, Seide. Heilung, Gesundheit. Schaut her, eines von Girlanda. Und ich gehe halt da jetzt einfach mal in diese Gruft. Oder was das ist. Gehe ich jetzt irgendwie schnell rein, werde mir diesen Dolch holen, diesen Brutus-Dolch, womit Cäsar ermordet wurde, also laut dem Spiel jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich weiß, dass zumindest wurde Cäsar wirklich mit 23 Stichen getötet. Und zwar für ihn im Senator einmal, glaube ich zumindest, oder so ungefähr war es irgendwie sowas. Kurz hier den abreißen. Braucht hier niemand. Da sind wir ja schon. Genau, hier war nämlich auch mal ein Borgia-Turm. Gehen wir am besten hier rein. Die ich zweimal machen musste oder versuchen musste, ihn zu schaffen.
Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht oder mache irgendeinen Scheiß. Vielleicht mache ich auch irgendeinen Scheiß. Ah, ich guck einfach mal. Ich such's einfach mal. Ich hab's schon geöffnet, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, wo es ist. Ich mache auch voll den Scheiß oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder eine Etage höher. Bisher bin ich schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Das kann nicht sein. Ich wusste, ich bin vorbeigelaufen. Ja. Ich wusste es einfach. Dann schließen wir mal auf. Wo ist es? Hier. Holy shit, Waffen, Ezio's Unterschlupf.
Deutsch von Brutus erhalten. Rüstung von Brutus erhalten. So, da rein kommt man jetzt auch nicht mehr. In diese Kammer an sich rein, ja. Also man kann jetzt hier raus, na klar. Ich finde aber, die Rüstung sieht einfach manchmal, also oft mega bescheuert aus, ja. Ganz ernst, also dieser Fell. Es erinnert zwar wirklich an die alten römischen Zeiten, also das alte Rom, sage ich jetzt mal. Aber mal ganz ehrlich, also es passt einfach nicht zu Ezio. Also, wenn wir zu H&M oder so gehen. Keine Ahnung. Nein, Scherz, es passt einfach nicht, finde ich. Es steht ihm einfach nicht. Aber es ist ja meine Meinung. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ganz genau. Und deswegen verurteilt man ja auch keinen mit einer anderen Meinung. Gehen wir dahin. Aber der Dolch, der ist cool. Und ja. Den Dolch werde ich auch weiterhin benutzen. Und so. Kurz in die Tiberinsel reisen. Mir die Rüstung schnabulieren. Und ja. Genau. Ja. Um mir die richtige Rüstung wieder, ja, anzuziehen. Und zwar die Seusenhofer Rüstung. Mal ganz ehrlich, guck mal die Rüstung an, weißt du? Passt ja gar nicht. Wie viel haben wir? Keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Ah, ich bin falsch. Hier immer falsch, weil sie die Waffenkammer. Und jetzt auf der anderen Seite die Rüstungskammer. Die sind genau gleich. Okay. Okay. Also, die tut sich fast gar nichts, aber... So, jetzt habe ich die Seusenhofer-Rüstung wieder an. Finde ich auch besser so. Hier haben wir die Brutus-Rüstung. Und ein paar andere Scheißteile. Ich markiere, entmarkiere dann mal. Hier die, genau. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir hier diese Erinnerungsanfang machen. Und Sequenz 8 starten, sozusagen. Und auch beenden. Der wird bald sein. Ich sag mal, in so einer guten Stunde werde ich es weitermachen. Guten eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem. Und werde den dann komplett machen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich will aber jetzt erstmal mich verabschieden. Ich speichere noch mit euch. So. Und sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Bewerten, vielen Dank fürs Kommentieren, vielen Dank fürs Abonnieren. Und sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!